Ja, herzlich willkommen zurück zum Saboteur. Ich werde heute mal keine Mission machen, sondern mal eine Folge, vielleicht auch zwei, dazwischen schieben, wo ich mein Equipment vervollständige. Ja, Jan, du hast es richtig gehört, ich habe dich ja gehört. Das sind so Sachen, die ich bisher ein bisschen vernachlässigt habe, weil das bringt auch Fortschritte ein. Wenn man das tut. Und außerdem hat man dann mehr Möglichkeiten, sein Equipment, mehr Autos zur Verfügung etc. So, ich guck mir das mal an. Also das sind jetzt die Autos, die ich zur Verfügung habe. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück gerade mal. Es gibt aber weit mehr. So, zur Ausfahrt nehme ich mal meinen Pegasus. Steht einer mit einer Aufgabe, aber wie gesagt, den lasse ich erstmal da stehen. Es geht jetzt erstmal darum, dass ich schaue, dass ich meine Autosammlung vervollständige. Nicht böse sein, junge Dame. Und wo war jetzt die Einfahrt? Nicht ganz sicher, aber ich meine, das Auto hätten wir noch nicht. Corvino LX Janka. Doch, den hatte ich schon. Mist. L'art de l'ancien modèle, monsieur? Jetzt kann ich den noch nicht mal wieder reinstellen. Mist. CL, ich glaube, den hatte ich auch schon. Ah, Monsieur cherche une nouvelle voiture. Ja.
So, diesmal nehme ich ihn aber mit, damit ich nicht wieder Platz machen muss. Kann man ja mal versuchen, das Moped zu schnappen. Da werde ich natürlich sofort verfolgt, das war klar. Schnell, bevor die mich sehen, zum Versteck. So. Da haben wir jetzt aber wirklich mal ein neues. Das war eins von Nazi-Fahrzeugen. Ich habe so eine Ahnung, dass ich den auch schon besitze. Weiß es aber nicht genau. Gar nicht so einfach, sich zu merken, was man alles schon hatte und was nicht. Was ist das für ein Gefährt? Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ein Renoir Cruiser. Ah, hübsch mit den Holzarmaturen. Jawohl, den hatte ich noch nicht. Prima. Ils ont arrêté des types de marche noire, pas des membres de la résistance.
So, den haben wir nämlich auch noch nicht. Ja, ich weiß, ich verstopfe hier die Straße. Mir auch leid, aber ich will auch vorankommen. So, Corinno 4545, den haben wir auch. Eine Brigitte. Ja, den haben wir ja noch nicht. Ja, es gibt eine ganze Menge Autos, Fahrzeuge in diesem Spiel. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle zusammenkriege oder zusammenkriege will. Stopp, stopp, dich will ich auch haben. Mehr. Ja, nun geh schon weiter. Bleiben die extra stehen, Mann. Das ist immer so furchtbar. So, hier habe ich jetzt schon für Stau gesorgt. Was haben wir hier? Ein Corinno Sport, den haben wir auch noch nicht. Sorry, Arschloch. So. Jetzt haben wir schon noch eine ganze Menge Fahrzeuge mehr in der Garage. Let's
Was haben wir hier? Ein Renoir Klangkanone. Den haben wir auch noch nicht. Lässt sich, wenn ich da immer wieder Platz machen muss, erst. So, den haben wir auch, jawohl. Ein netter kleiner Ort ist das hier. Sind diese verpackten Autos, habe ich glaube ich auch noch nicht. Doch, den hatte ich schon. Mist. Das war der Corino LX. Ja, habe ich den armen Schwein wie umsonst geklaut. Den hatte ich auch noch nicht, den Dauphin. Auch ein schönes Auto. Nichts für ungut. Ah. Dann.
GS. Das ist ein... auch ein Renoir GS. Ich meine, den hätte ich noch nicht. Steht da schon wieder einer drin, Mensch. Ich hab den doch gar nicht angefordert. Kiste habe ich schon, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das Cabrio habe ich auch. Was das für welche sind, aber ich meine, die hätte ich auch schon. Ja, habe ich. Cruiser, ich glaube, den hatte ich auch, ja. Ja, jetzt wird es anscheinend langsam schwieriger. Schöne Lampions. Thank you.
Bäume sind ja beleuchtet. Beziehungsweise farbig beleuchtet, nicht unbedingt. Ja, was mich interessieren würde, wären die Fahrzeuge von den Nazis, aber die sind nicht so einfach zu finden, weil die da auch nur mit rumfahren, wenn sie einen jagen. Land werde ich wohl gar nichts finden. So, hier wird einer ein Rennen an. Bietet einer ein Rennen an. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht, ne? Beta Romeo. Thank you.
das denn für ein merkwürdiges Gelände? Boah, was? Hallo? Hier werde ich von Flugzeugen angegriffen. Was ist das denn? Das muss ja irgendwie eine Sperrzone gewesen sein. Aber das hatte ich auch noch nicht. Ich weiß aber, was ich jetzt noch machen werde, weil ich jetzt gerade im richtigen Revier bin dafür. Ich werde mir jetzt den Panzer schnappen und werde mir einem... Ich werde mal einen Perk erfüllen. Und zwar mal eben gucken. Genau, dieser hier war das. Hier muss ich 20 Nazi-Fahrzeuge mit einem Fahrzeug zerstören. Und das werde ich jetzt mal versuchen hinzukriegen. Da ich ja weiß, dass hier ein Panzer steht, hole ich mir den mal. Ich hoffe jedenfalls mal, dass ich ihn wiederfinde, aber ich glaube schon. Gerät meinte ich eigentlich nicht, sondern den richtig großen Panzer.
Da steht aber auch noch eine Nazi-Karre. Vielleicht schaffe ich es ja, den in die Basis zu bringen. Moment, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Verdammt, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, da bin ich, alles klar. Ja, bin ich nicht allzu weit von der Basis weg. Genau, da muss ich dann hin. Es dürfte aber nicht einfach werden, weil sobald ich von den Nazis entdeckt werde, mit diesem Gefährt, ist es ganz schnell aus. Transporter. Jawohl, den haben wir auch nach Hause gebracht. Das kann jetzt aber sein, dass ich den nicht gesammelt bekomme. Hat jedenfalls nichts in der Art angezeigt. Ich schau mal. Aber die Sammlung hat sich schon um einiges erhöht. Zivil, Reis, Military. Nein, der zählt nicht. Ja, hier sieht man auch, welche Fahrzeuge das noch sind, die gesammelt werden müssen. Einfache Motorrad und den Bauer haben wir gerade mal. So. Half-Truck. Ja, und um die sammeln zu können, muss ich erstmal alle
diese Militärfahrzeuge haben, weil der gehört auch zu den zu den Tanks. Ja, und das sind auch mal eine ganze Menge. Ja, da gibt es noch viel zu tun, würde ich sagen. Das war jetzt leider umsonst, mit dem Ding in die Garage zu fahren. Schade eigentlich. Aber gut, ich werde an der Stelle mal abbrechen. Zwar jetzt nicht viel erreicht, aber immerhin, die Garage ist nicht mehr so leer wie vorher. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich speichern muss. Ich mach's mal lieber. Ja, dann beende ich mal an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, auch wenn nicht viel passiert ist. Und sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Saboteur. Gehabt euch wohl.